Ja, guten Morgen. Heute befinde ich mich am Strand der Ostsee. Ich bin auf dem Darß, Zingstheimer Campingplatz, die Wellnessdüne 6 und ich werde heute mal nach Pramort fahren. Da wollte ich euch mal mitnehmen. Ich bin die Strecke gestern schon mal gefahren. Hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, heute fahre ich das Ganze früher, dass weniger Verkehr ist und damit ich auch vernünftig filmen kann. Also, lasst euch überraschen. Heute geht zum östlichsten Punkt der Halbinsel Darß-Fischland. Der nennt sich Pramort. Und da gibt es noch einen weiteren Aussichtspunkt, die Hohe Düne. Beide wollte ich heute mal mit dem Fahrrad bereisen. Ja, es ist keine weite Fahrradtour heute. Ich denke mal, dass ich das Ganze so auf 30, 40 Kilometer verlaufen wird, wenn ich wieder am Wohnwagen bin. Ja, aber habe ja auch nicht mein Reiserad oder Rennrad dabei. Mal mit dem Klapprad unterwegs. Das Klapprad habe ich uns extra hier für den Urlaub gekauft, damit wir auch alle vier mobil hier vor Ort sind. Und ich denke mal, so die ersten 100 Kilometer habe ich auf dem Klapprad abgerissen. Ist total witzig zu fahren und ja, erfüllt völlig seinen Zweck. Wer den Darß-Fischland noch nicht kennt, sollte hier unbedingt mal hinfahren. Das Ganze habe ich hier kennengelernt, als ich vor 2 Jahren den Ostseeküstenradweg gefahren bin. Und da ist mir ganz besonders Zingst und Usedom in sehr guter Erinnerung geblieben, was die Landschaft anbelangt und ja, die Vielseitigkeit hier. Das war schon schön. Oh, und wir sind jetzt zum zweiten Mal hier zum Familienurlaub und man kann hier wirklich eine Menge machen mit den Rädern, auch zu Fuß. Ja, dann hat man ein Boddengewässer, wo man auch die Möglichkeit hat, mal Paddelboot oder Kanu zu fahren. Und also das Angebot hier ist sehr, sehr umfangreich. Ich habe mir um 5 Uhr den Wecker gestellt, damit ich das Ganze hier mit wenig Publikumsverkehr machen kann, weil dann der Deich hier schon recht voll ist. Ja, da dachte ich mir, fahre ich eher los und habe auch ein bisschen mehr Ruhe zum Filmen. Was auch noch interessant ist, ist, dass das Ganze hier Nationalpark ist, in Mecklenburg-Vorpommern. Die Wälder quasi sich selbst überlassen werden, so eine Art Urwälder. Das ist einfach sehr schön anzuschauen. Da
einteilig die Ostsee. Hinter mir ist jetzt der letzte Strandzugang, den man hat, und von hier aus sind es noch 9 Kilometer bis nach Kramort. Das erste Tagesziel, Kramort, habe ich jetzt erreicht und ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen schauen und dann geht es zur Hohen Düne. Da muss ich das Fahrrad abstellen und noch mal so 1,2 Kilometer laufen. Immer noch im Kramort, wollte gerade hier zum Fahrrad gehen. Dann habe ich jetzt gerade dieses Wild hier entdeckt. Ich habe Gott sei Dank noch eine Bridge-Kamera dabei, die ein bisschen mehr Zoom hat und versuche jetzt mal ein paar schöne Fotos zu machen und das Ganze mal mit Zoom zu filmen. Ich hoffe, das gelingt mir. Das ist so cool. Das hat sich jetzt wirklich richtig gelohnt, mal früh loszufahren. Also, das ist Wahnsinn. Ich lasse jetzt hier wieder Kramort. Es war gerade ganz schön spannend. Also da war so eine Gruppe von Wild auf den Wiesen Richtung Bodden oder Richtung Meer. Und da hatte ich mal versucht, halt ein paar Fotos zu machen. Bin mal ganz gespannt, wie die geworden sind. Ist schon wirklich ein tolles Gefühl, wenn man das mal so hier sieht. Oh, da sind sie wieder. Oh Mann. Das ist gerade so ziemlich nah. Ich will die jetzt auch nicht verscheuchen, weil hinten an der Station sind auch ein paar mit Objektiv. Und ich denke mal, die wollen ein paar Tierfotos machen. Die sitzen wahrscheinlich den ganzen Tag deswegen da. Oh, jetzt laufen sie. Na, die werden mich wohl entdeckt haben. Wahnsinn. Ich meine, gut, zu Hause sieht man auch schon mal so ein Reh und freut sich darüber, aber es passt natürlich hier von der Landschaft natürlich alles extrem gut zusammen. Und wenn da noch ein bisschen Wild dabei kommt, ist das, denke ich mal, noch ein Highlight. Ich hoffe, dass das ein bisschen was geworden ist mit den Bildern und vielleicht auch mit dem Video. Ich habe versucht, das mal so ein bisschen zu filmen. Schon spannend. Habe jetzt natürlich nicht die Ausrüstung dabei, um hier großartig Tierfotografie zu betreiben. Das ist ja
eigentlich steht das Radfahren ja bei mir im Vordergrund. Und natürlich erfreue ich mich immer total an Landschaft und auch an der Tierwelt. Aber habe halt die Sachen nicht da, um da eine große Ausbeute rauszuziehen. Aber wie gesagt, mit den Mitteln, die ich jetzt hier zur Verfügung habe, habe ich es mal versucht und freue mich dann auch gleich, das Ganze mal auszuwerten. Okay, ich schwenke jetzt einmal um. So, ich war jetzt gerade im Pramort. Hier geht es jetzt rein zur Hohen Düne. Da werde ich mein Fahrrad abstellen und muss dann ich glaube 1,2 Kilometer, das ist gleich ausgeschildert, laufen. Aber das werde ich natürlich machen, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Ich sage ja, das ist ganz schön irre, ne? Also wenn man das hier alles so alleine erleben darf, das ist schon toll. Ich war gestern ja auch hier und da war es halt total überlaufen. Es war schön, aber das ist ja kein Vergleich zu dem, was sich jetzt hier darbietet. Gerade jetzt auch das Spektakel mit dem Wild, das ja nie so stattfinden würde, den ganzen Publikumsverkehr, der hier sonst so vorherrscht. Ja, das ist schon super. Also ich freue mich richtig, dass ich es gemacht habe. Das ist jetzt nicht die mega Fahrradtour, aber ist ja auch super schön, ne? Fahrrad habe ich jetzt abgestellt hinter mir und werde jetzt zur Hohen Düne laufen. Ja, wie ihr seht, habe ich ganz schön Gepäck mit dabei. Ja, einmal die. Oh Mann, schon wieder. Ey, das war dann auch schon wieder wild. Leider war ich ein bisschen zu baselig und habe es verpennt. Ich habe nicht schnell genug an meine Kamera, obwohl ich es im Hals habe. Anmache und so weiter, das hat jetzt nicht funktioniert. Irre. Naja, ein paar Bilder habe ich ja schon. Gut, hier ist der Weg und der führt jetzt zur Hohen Düne. Und den werden wir jetzt mal bestreiten. Ich scheine ja nicht der Erste zu sein. Da standen schon zwei Fahrräder. Alles sehr ruhig. Und das ist auch gut so. Herrlich. Ja, die Hohe Düne habe ich jetzt erreicht. Bin mal ganz gespannt, was mich erwartet. Also, dieser Weg hier, der ist ganz schön gemacht. Landschaftlich. Ich glaube, ich muss Ihnen nicht viel erzählen. Kommt, denke ich mal, auf den Bildern auch rüber. Das ist schon der absolute Wahnsinn, was sich hier einbietet. Also, ja, schön. So macht das auch Spaß. Jetzt hier auf der Aussichtsplattform Hohe Düne, genieße wie immer die Ruhe, die Stille, die Landschaft. Auf jeden Fall absolut empfehlenswert, hier hinzukommen. 1,2 Kilometer müsst ihr laufen, um diesen Punkt zu erreichen. Könnt das Ganze nicht mit dem Fahrrad anfahren, aber ja, da, ich glaube, da muss man nicht zu sagen. Es ist auf jeden Fall jeden Meter wert, den man hier zu Fuß zurücklegt. Also es ist einfach schick. Toll. Ich werde jetzt auch noch mal ein bisschen hier schauen und dann werde ich mich so langsam auf den Rückweg machen. Hatten wir auch Hunger. Ich weiß gar nicht, wie spät wir es haben. Ich denke mal, wir werden so gegen 7 Uhr, werden wir uns irgendwo einpendeln.
Hunger. Der Rest der Familie wird ja auch auf mich warten. Fahrrad wieder erreicht. Jetzt geht es wieder zurück zum Campingplatz. Ich habe auch Hunger. Ja, eigentlich nichts Neues, aber ja, ich werde jetzt auf dem direkten Weg, so wie ich gekommen bin, auch wieder zurückfahren. Viele Alternativen hat man sowieso nicht oder gar keine Alternative. So, dann werde ich halt zum Campingplatz. Dann werde ich erstmal frühstücken und dann mal schauen, was die Familie heute noch so vorhat. Da werde ich weiter jetzt auch nicht mehr filmen, es sei denn, es passiert nochmal was Spannendes am Wegesrand. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und auch ganz herzlichen Dank an die Abonnenten. Mittlerweile sind es 125. Bin ja begeistert, hätte nie gedacht, dass mir da so viele Leute folgen. Und ja, es freut mich natürlich, wenn sich das auch jemand anguckt, was man da so produziert. Ne? Ja, das Ganze macht halt auch irgendwie ziemlich viel Spaß. Fahrradfahren und Filmen oder Fotos machen. Das Ganze halt so ein bisschen zu kombinieren über YouTube. Ist natürlich dann auch eine runde Sache. Also, dann danke erstmal fürs Zusehen. Und ich hoffe, dass ich im Urlaub hier noch so ein kleines Video hinkriege. Das war jetzt ja nicht die mega Fahrradtour, aber auf jeden Fall sehenswert, also für mich auf jeden Fall. Ja, dann bis bald, ciao.